Jo, was geht ab, Leute? Hier ist wieder euer Horoskop. Ich habe heute eine kleine Story für euch. Im Hintergrund versuche ich, ein World of Warcraft Gameplay anzupacken, das passt. Also wahrscheinlich das mit Unterstadt oder so. Und ja. In dieser Geschichte geht es um eine absolute Lieblingsserie. Unangefochten, Platz 1. Gibt keine bessere. Fakt. Es geht um The Walking Dead. Ja, The Walking Dead ist eine Serie, ich weiß gar nicht, wann ich hier angefangen habe, ich glaube Anfang Februar, Anfang Januar dieses Jahres. Empfohlen wurde es mir schon seit letzten Jahr, November ungefähr, vom Kumpel. Und da habe ich halt gesagt, nee, Digga, gucke ich eh nicht sowas, bin nicht so der große Zombie-Fan. Die Zombies sind nicht wirklich bedrohlich, weil die sind halt arschlangsam und ja, und dann hat er immer gesagt, ja doch, guck das, doch, das ist voll geil. Ich hatte keinen Bock, weil ich habe in dem Zeitraum habe ich auch irgendeine Serie geguckt. Weiß aber gerade nicht welche, die habe ich dann irgendwie auch aufgehört wegen The Walking Dead. Dr. House war es, glaube ich. Ja, stimmt, Dr. House. Und ja. Also habe ich einen Fehler gemacht, den ich hätte niemals machen sollen. Und ich spreche jetzt auch in dem Video einen ganz großen Spoiler nachher raus, weil ich werde jetzt hardcore spoilern. Also ihr solltet schon Walking Dead mindestens bis Staffel 7 am Anfang geguckt haben. Es ist nicht so wenig, es sind glaube ich mehrere Tage insgesamt Watchtime. Ich habe es durchgezogen von Staffel 1 Folge 1 bis jetzt Staffel 8 Folge 12. Aber er sollte das halt schon geguckt haben. Und er hat halt gesagt, ja, am Anfang sind sie so, ist Rick, der Hauptcharakter, so im Krankenhaus und weiß nicht, was er machen soll. Und ist so voll tot eigentlich, also er ist richtig krank und dann wird er von so einem Typen gerettet und bla, dann trifft er auch seine Familie, die gehen in Gefängnis, weil dort ist ein sicherer Ort und da werden sie vom Governor angegriffen. Der ist schon ein Wichser, aber der echte Wichser ist ein Terminus und etwas, was über das Level vom Wichser hinausgeht, ist dann Negan. Negan kommt nämlich in Staffel 7 Folge 1 vor. Und ich habe mich komplett spoilern lassen. Ich habe mir alles erzählen lassen. Ich wusste danach so gut Bescheid über diese Serie, wie nur geht, wenn man die Serie nicht geguckt hat. Dachte mir so, yo, okay, jetzt brauchst du sie ja nicht mehr zu gucken, wenn du sowieso die ganze Scheiß-Serie auswendig kennst. Gesagt, getan. Habe ich die Serie gemieden, so 2 Monate ungefähr. Und dann war mir langweilig auf Netflix, weil auf Dr. House hatte ich keinen Bock. Dr. House ist so eine Serie, die. Da muss ich richtig Bock drauf haben, auf diesen Typ. Und ja, bin halt so rumgegangen. Hab ab und zu mal an The Walking Dead vorbeigeklickt. Hab gedacht, nee, jetzt guckst du dir nicht an. Voll dumm. Und irgendwann habe ich dann aber so Langeweile bekommen, dass ich mir die Serie gestartet habe. Es war 7 Uhr ungefähr. Und ich habe den Fernseher um 4 Uhr morgens wieder ausgemacht. Ich war so drin. Die erste Folge fand ich nicht so geil, dachte ich so, ja, kann man mal machen. Zweite Folge guckt auch nicht so geil, ja, kann man mal machen. Irgendwann war ich schon bei Staffel 2 und dachte mir so, ich muss die Serie fertig gucken. Und ja, also die Serie wird kontinuierlich meiner Meinung nach besser. Der einzige Kritikpunkt ist, die Zombies sind ab Staffel 4 unwichtig as fuck. Die ersten 4 Staffeln sind die Zombies das größte Übel. Die sehen einen Zombie und denken sich, fuck, wir sind tot. Klar, die töten auch schon ab Staffel 1 Zombies. Zu Haufen. Aber die Zombies sind halt immer noch eine ernstzunehmende Bedrohung. In Staffel 3 im Gefängnis fängt es dann so an, dass die Zombies nicht mehr so wichtig sind. Obwohl sie noch einen Typen das Bein abbeißen, der dann also amputiert werden muss, was nochmal krass ist, und dem anderen Typen töten. DJ war es, glaube ich, hieß er. Der war übrigens Onkel, heute. Oder T, ich weiß nicht mehr genau seinen Namen. Und ja, also da waren sie schon nicht mehr so die große Bedrohung, weil man lernt, der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und ich finde, das passt da richtig gut, weil der Mensch kann nicht sogar so eine Scheiße gewinnen. Dann ist die Serie Krieg. Sie bekämpfen den Governor, ziehen weiter, als er dann halt das Gefängnis überrannt hat mit seiner letzten Kraft. Mein Hund bellt gerade. Ja, ziehen weiter.
Und dann kommen sie zu Terminus, was eine Retterstadt sein soll, die aber Kannibalen sind, die also Menschenfleisch essen. Kann jemand auch nicht leiden. Und als sie auf der Reise dorthin waren, hat Rick die Sache gemacht, die für mich klargestellt hat: Dieser Mann ist schon lange nicht mehr der gute Polizist, der er war. Er ist jetzt nur noch abgefuckt. Weil seine Frau ist tot. In dem Moment glaubt er, seine scheiß Tochter ist tot. Er hat nur noch seinen Sohn. Ne? Und sein Sohn wird in dem Moment beinahe von so einem hässlichen Scheißbiker. Nichts gegen Biker. Der Typ war halt echt ein Bastard. Der wird gerade so. Also er beugt sich über ihn und will ihn gerade halt, ne? Ungefähr so. Und ja, die treffen halt auf diese Biker-Gruppe und Rick wird irgendwie, also sie wollen ihn erschießen, er drückt die Waffe weg, die Waffe schlägt neben, also die Kugel schlägt neben ihn auf den Boden ein, Tinnitus. Schon mal nicht so geil. Dann geht Rick hoch, also versucht sie so hoch zu schaffen, ist so voll im Tinnitus-Modus und der Biker-Chef hält ihn so auf. Und irgendwie wird Daryl zusammengeschlagen, Michonne wird irgendwie zusammengeschlagen, Karl wird halt, wie gesagt, gerade in dem Moment gegenalisert. Und Rick ist halt dann halt, und dann hat man Rick einen Blick gesehen, den man noch nie vorher gesehen hat. Und dieser Blick, der heißt nichts Gutes, weil, wenn er diesen Blick drauf hat, dann ist er echt abgefuckt. Und wenn Rick Grimes abgefuckt ist, dann läufst du weg. Weil das kannst du nicht überleben. Ja. Rick ist dann halt so aufgestanden, hat sich so gegen den Biker gelehnt, weil er halt immer noch voll am Arsch ist wegen diesem scheiß Tinnitus. Und der Biker sagt irgendwie sowas in dem Dreh: Ja, was willst du jetzt machen, Großer? Und in dem Moment beißt Rick die Kehle vom Biker durch. Als ich das gesehen habe auf meiner Couch, war ich so: Wow, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Ich war so tot, Alter. Und dann dachte ich mir so: Scheiße, ich weiß, wie die Serie weitergeht. Weil zu dem Zeitpunkt war halt nur Staffel 7 Ende draußen, glaube ich. Und ich dachte mir so: Scheiße, ich weiß, wie Staffel 7 ab, also bis Folge 1 Staffel 7, weiß ich Bescheid, was abgeht. Und dann habe ich zuerst meinem Kumpel Vorwürfe machen wollen, warum er mich gespoilert hat. Und es ist mir aber auch gefallen, ich habe mich selbst gespoilert. Und jetzt fällt mir auf, ich habe euch gespoilert. Und ja, ich will jetzt ab und zu mal so Lava-Videos machen, wo ich im Hintergrund nicht zocke. Das Zock-Gameplay, das nehme ich jetzt danach auf. Ich gucke nämlich immer ungefähr, wie lang das Video ist. Und ja, dass ich einfach mal so rede über Sachen, die mir passieren. Ich habe jetzt auch noch eine Datei auf dem Computer, wo ich drüber rede, wie ich mein... was mit meinem Fischereischein passiert ist. Das ist nämlich auch eine dumme Story. Und ja, ich will auch mal sagen, haut da raus, war jetzt wieder ein bisschen länger, als mich geblickt hat. Ungefähr einen Monat oder zwei, drei, 19. Nein, ganz kurz mal nebenbei. Kurz auf dem Kanal, ungefähr, jo, einen Monat ungefähr, habe ich mich nicht geblickt, habe ein neues Profilbild. Das ist aus einem Video von Typen, Dwarfy. Ich fand das so süß und das bekommt zu wenig Aufmerksamkeit, also ich mess jetzt rein, weil ich Wohltäter. Und ja, ich würde sagen, spätestens im Monat sehen wir uns wieder. Haut rein, habt einen guten Tag. Solltet ihr aus Rheinland-Pfalz kommen, schöner Ferienanfang und tschüss.